Günstige Diablo 2 Resurrected Items gibt es bei aoeah.com. Mit dem Code Gipfel bekommt ihr 3% Rabatt. Checkt den Link in der Beschreibung. Hallo und herzlich willkommen zu einem Kurztrip in die Vergangenheit. Heute zeige ich euch einige Items, die es nicht mehr gibt und einige, die zwar nach wie vor existieren, aber durch die Veränderungen mit der Zeit ihre Bedeutung verloren haben. Wer wirklich alle diese Items noch kennt, ist ein genauso großer Diablo 2 Nerd wie ich. Ich habe das Spiel damals direkt am ersten Tag, wo es rauskam, gekauft, ebenso die Erweiterung Lord of Destruction. Die Handbücher enthalten neben vielen nützlichen Informationen auch eine Karte von Sanctuario. Die ersten Meilensteine, die ich euch zeigen möchte, stammen aus der Patch-Version Lord 1.08. Zu dieser Zeit habe ich angefangen, online im Battle.net zu spielen. Eine 08 Arcanes hatte damals satte 2,5 Vita pro Charakterlevel, ab Patch-Version 1.09 sind es nur noch 0,5 pro Level gewesen. Eine alte Arcanes hatte außerdem auch Leben auf Charakterlevel. Im Closed Battle.net ist diese Rüstung nur ein paar Mal auf dem EU-Server gedroppt. Ein stolzer Besitzer war ein damals in der Szene bekannter Spieler namens Mitch. Sein Accountname war Diablo, wobei das O aus zweieckigen Klammern bestand. Eine Harlekins-Krone hat damals das maximale Leben um 50% erhöht, gerade in Kombination mit der Arcanes natürlich übermächtig. Allerdings hatte die alte Version keinen Mana und auch keine Schadensreduktion. Ein solches Exemplar besaß ein Mitglied aus meinem damaligen Clan. Eine 08 Vampire Gaze hatte stolze 25% Schadensreduktion, so eine hatte ebenfalls ein Clanmate. Die 1.08 Items haben auch nach dem Patch 1.09 weiter existiert. Die Änderungen betrafen nur fortan droppende Gegenstände. Somit wurden die 08 Items sehr viel wert und geradezu legendär. Ein 08 Ariaz hatte minus 15% Zielverteidigung, was durch einen Bug jedoch dazu geführt hat, dass die Verteidigung des Gegners sogar um 85% reduziert wurde. Der Helm war daher begehrt bei PvP-Barbaren. So einen hatte ich damals auch. Weitere Beispiele wären ein altes Highlords, das noch Lauf statt Angriffsgeschwindigkeit hatte, ein Valkyrenflügel mit je 30% auf Angriffs- und Bewegungstempo, Zauberrate und Treffererholung oder ein Großvater mit je 25% maximales Mana und Leben. Es gibt natürlich auch noch weitere Items, die bei dem großen Patch verändert wurden, doch dies sind die wohl bekanntesten. Nun kommen wir zu ein paar Items, die auf illegalem Weg ins Spiel gebracht wurden. Sie haben vor allem in der 1.09-Ära existiert, manche aber auch noch danach. Und das eine oder andere Exemplar gibt es wahrscheinlich immer noch auf irgendeinem Account. Allerdings sind solche Dupes in der Regel unperm gewesen, das heißt sie konnten verschwinden. Zum Beispiel wenn zwei Exemplare im selben Spiel anwesend waren. Der Ring der Einschnürung wurde zwar von den Machern konzipiert und existiert auch in den Spieldateien, doch er wurde nie tatsächlich ins Spiel gebracht. Er hat also nie eine Droprate bei irgendeinem Monster bekommen. Dennoch haben Cheater dieses Ding per Editor erzeugen und ins Spiel schleusen können. Wahrscheinlich mit irgendeinem D2 Hackett Plugin. D2 Hackett ist damals ein Hackprogramm gewesen, mit dem es möglich war, die Datenpakete im Spiel zu manipulieren. Auch die ersten Map Hacks und Bots sind auf D2 Hackett Plugins zurückzuführen. Sie machten die Skripte lediglich anwenderfreundlich. Dieser Ring hier heißt der Stein von Jordan. Doch an den Attributen merkt man direkt, dass etwas nicht stimmt. Und der eine oder andere wird erkennen, dass er genau die Eigenschaften von einem Oculus-Stab hat. Daher auch der Name Oculus-Ring oder kurz Oki-Ring. Dasselbe Prinzip haben wir auch bei der Burisa-Rüstung. Unterschied ist hier jedoch, dass auch der Name auf der Rüstung drauf ist, nicht nur die Eigenschaften. Sigards Verstohlenheit ist der sogenannte Bugbelt, was eigentlich falsch ist. Denn nicht ein Bug hat diesen Gürtel erzeugt, sondern ein Exploit. Der Name des Gurts ist in den Spieldaten definiert, wurde aber keinem Gegenstand zugewiesen. Wie ihr sehen könnt, kann man ihn aber mit einem Editor ganz einfach herstellen. Dann gab es noch die sogenannten IT-Waffen, auch die wurden mit Hilfe eines Hacks erzeugt. Für den Closed Battle.net Exploit wurden Waffen mit dem Runenwort Stille benutzt, die Runenworteigenschaften blieben dabei erhalten. Die enthaltenen Runen und der Name des Runenworts wurden jedoch zerstört, so dass man Platz für freie Juwelen hatte oder auch eine E-Trune. Die hatte prinzipiell den gleichen Effekt wie der 08 Ariaz. Im Closed Battle.net durfte man es mit den Items auch nicht übertreiben. Zu unrealistisch gecheatete Gegenstände wurden von gewissen Schutzmechanismen erkannt und eliminiert.
Im Singleplayer-Modus dagegen kann ich einen solchen Bogen mit völlig beliebigen Attributen herstellen, allerdings auch nur in der alten Version des Spiels. In Diablo 2 Resurrected werden solche Items schon direkt beim Laden des Spiels erkannt und gelöscht. Der Name It entsteht übrigens, wenn ein Gegenstand als Runenwort definiert ist, ihm jedoch kein Runenwortname aus dem Pool zugeordnet wird. Bei dem Online-Exploit hat man es also irgendwie geschafft, diesen Wert zu manipulieren. Wahrscheinlich wurde dafür ein D2 Hackett Paketsniffer benutzt, sowie eine Schnittstelle im Spiel, die den Eingriff in den Datentransfer möglich macht. Zum Beispiel das Handelsfenster oder die Gegenstand personalisieren Funktion von Anya. Alle IT-Waffen wurden jedoch letztendlich mit einem Patch zerstört. Kommen wir aber noch zu ein paar Schätzen, die vollkommen legit gewesen sind und auch immer noch legit sind. Denn diese Items, um die es jetzt geht, könnt ihr immer noch im Spiel finden. Ihr kennt ja sicherlich einige wertvolle blaue Gegenstände, wie zum Beispiel J-Mods oder gesockelter Kopfschmuck. Früher waren tatsächlich auch blaue Schwerter und Bögen sehr gefragt, zumindest wenn sie die Grausamkeit-Mod mit bis zu 300% erhöhten Schaden und dazu Angriffsgeschwindigkeit oder Max-Schaden hatten. Solche Waffen hat man auch versucht im Würfel herzustellen, indem man eine beliebige blaue Kolossklinge oder einen blauen Bogen mit 3 ledierten Edelsteinen gerollt hat. Eine Alternative für Barbaren ist das Runenwort Wut gewesen, vorzugsweise in einer Balrog-Klinge. Amazonen haben zu der Zeit zwar auch gerne Windforce oder Buriza gespielt, aber weil in der PvP-Liga Wegstoßung und Stechangriff verboten waren, haben viele auch zu Adlerhorn gegriffen. Der war natürlich weitaus erschwinglicher als ein blauer Bogen mit viel Schaden. Und schließlich hätten wir noch blaue vierfach gesockelte Elite-Rüstungen mit bis zu 100 Leben oder stattdessen wahlweise 24% schnellere Treffererholung. Gesockelt wurden diese ebenso wie die blauen Waffen mit ED Max oder IAS ED Juwelen. Da jedoch vor allem blaue und rote 40-15 Juwelen mit Angriffsgeschwindigkeit sowie rote und grüne 40-15er mit Maximalschaden von Duping betroffen gewesen sind, waren solche Juwelen in der PvP-Liga geblacklistet. Daher durfte man grundsätzlich keine perfekten 160-60 Rüstungen spielen und schon gar nicht mit Dupe-Farben. Legitim waren also Exemplare, die nicht ganz 160% Schaden hatten und mit verschiedenen Juwelenfarben gesockelt waren. Sind euch einige der gezeigten Items völlig unbekannt gewesen? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich verabschiede mich damit, macht es gut und möge der Loot mit euch sein. Kommt schon. Folgt mir. Danke. Tschüss.